Jo Leute, was geht ab? Hier ist euer Kanal, heute spielen wir Golf mit André! Hallo, was geht ab? Wir haben uns heute wieder richtig geile Maps rausgesucht, darum bleibt bis zum Ende dran, schaut das hier bis zum Schluss, lasst ein Abo da, checkt André ab und viel Spaß beim Video. Okay, so, erstes Loch, Digga, mit zum Trolls, Digga, was für Trolls. André, bitte helf mir! Ah, woo, hole in one! Digga, kommst du auch noch rein? Das wäre göttlich. Oh nee. Egal. Ja, okay. In 2 ist machbar. Ja, wir haben nur 8 Holes, ne? Ja, ja, ich habe noch eine Zweitpipe raus, so kein Stress. Ich bin vorbereitet. Nur okay. Ich habe mich ein bisschen baiten lassen, weil halt auch im Titel stand so Jelly und Slogo. Für Leute, die es nicht wissen, das sind so Ami-YouTuber-Golf-Spieler, die extrem geile Maps eigentlich immer spielen. Eigentlich schon, ja. Darum, die haben mich gebaitet. Das ist keine Kurve. Hä? Oh mein Gott, Kalle. Wie schlecht bin ich denn bitte? Ah, easy. Aber egal. Das schaffen wir auch noch. Hä? Ach so. Vor allem, ihr müsst euch vorstellen, das sind eigentlich alles Hole-in-Ones. Wie soll man das... Hä? Wo drückt ihr, Pet? Ehrenlos. Ja, man muss Hole-in-One schaffen. Oh, nee. Ich dachte, ich hab's ausgestellt. Digga, man verliert so viel Schwung, es ist nicht machbar. Hä? Wie soll das gehen? Hä? Oha? Warte, Maus werden sie wieder hochdrehen und... Boah, ich hab's. Nein! Let's go. Ich werde mal zurückgeportet. Oh. Ja, wo willst du denn hin? Da vorne ist ein Blatt, wenn man da hinschlägt, kriegt man einen guten Winkel. Okay. Vergiss, was ich gesagt habe, man kriegt keinen guten Winkel. Guter Winkel. Hä? Boah, wilder Winkel. Ich hasse diese Map jetzt schon. Leute, ich habe mich clickbaiten lassen, schade von dem Spiel. Out of Strokes. Oder wie viel hat man? Ich weiß nicht. 15 oder 12 finde ich. Also 15. Digga, wie hast du es geschafft, André? Jetzt mal Real Talk. Ich weiß nicht. Ich habe immer noch Strokes. Ich werde nicht wieder aufholen können. Bitte auf, damit ich will nicht gerade hauen. Gib auf. Oh mein Gott, nein. Ich bin out of Strokes und ich habe nicht Surrender Hole gemacht, Kappa. 27. Ich habe 9. Ich habe 33 Schläge. Wer will man das erzählen? Bin drin. Nee, 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 komm. Och nee. Hä? Bin ich gegen dich geknallt? Ja. Nochmal? Okay. Und man kann sogar daneben... Digga, wie schlecht ist diese Map bitte gebaut? Ich lass mich nie wieder clickbaiten. 38 Strokes, würde ich das auch sagen. Okay, wir drin. Hey, die ist ja übel kacke, die Map. Hä? Hätte ich 9 Strokes, würde ich das auch sagen. Okay, du musst richtig mit bestimmten Winkel da rein. Ja, weißt das du, ist so nervig. Warte. Du. Lol. Das war wild. Das war unnormal wild. Okay. Ja, man muss von der einen Seite. Ja, rein, ja, das ist richtig eklig. Vor allem, er sagt mit zum Trolls. Was für Trolls? Das ist einfach nur scheiße gebaut. Wer hat ihn denn verarscht? Oh, ich glaube, das wird mein 27er. Obwohl, der Winkel ist perfekt. Oh mein Auf Gott. Auf geht's. Let's go, nur 11. Hä? Super. Na ganz. Da ist eine Rampe drin. Hä? Ich hab Hole in One. Hä, wo bist du rein? Also. Einfach geradeaus. Okay, ich mach einfach geradeaus. Nee, ich bin nicht Hole in One. Ich wurde gebaitet. Mal langsamer. Hä? Oh mein Gott, es ist direkt hinter der Kante. Man muss richtig mit Feingefühl. Aber ich habe kein Feingefühl. Oder es ist weg, wenn man das benutzt hat. Nee, ich habe es gerade gesehen. Guck, siehst du? Es ist so halb drinne in diesem Busch. Digga, warum Bio like that? Ich bin drin, in 9. Oh mein Gott, ist das eine eklige Map. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf Golfit. Okay. Ich sehe das Loch. André? Ja? Yeah. Weil du mich beim ersten Loch gecarried hast, okay? Hinter der braunen Strecke am Rand, wo dieses ganz dünne Ding ist, ist das Loch. Dieser ganz dünne Streifen. Ach, das andere ist das normale Loch. Ist ey, das kann nicht sein. Ah, doch. Aber aufregen klappt immer in jedem Game. Ist so. Okay. Können wir von hier aus schlagen? Das Glück jetzt, oder was?
Unendlicher Kreislauf, wir kommen da nicht rein. Hä? Wie schlecht hat der das ge... Ich surrender hole. Ich springe noch nicht 10-mal das gleiche Ding runter, weil er zu inkompetent ist, das Loch größer zu machen. Komm, André, du schaffst das. Du musst nichts machen. Ja, oh mein Gott. Wie soll das funktionieren? Ich habe eine Idee. Drück mal F, während du kurz vom... Jetzt F. Vielleicht kriegst du den Schwung mit, weißt du? Nee, es bringt einfach nichts. Das ist einfach nicht machbar. Oh? Ich glaube, das ist extra so, dass du surrendern musst. Ach so, damit es heißt, ja, du hast 30 Schläge für, das, für die Map gebraucht, wo du nur 8 Löcher hast. Boah, wow. Hä? Ich bin Hole in One. Geil. Oh mein Gott, ich bin fast in das erste Loch rein. Dieses ohne Kuhle? Lol. Digga, ja, wenn du das schaffst, Premium. Na gut, jetzt will ich es, wo ich es nicht schaffen will, schaffe ich es. Das ist normal. So funktioniert Gaming anscheinend. Hä? Okay. Mit Gefühl. Kann ich nochmal schlagen, bitte? Nein, natürlich nicht. Hä? Hä? Hab ich wieder da gehauen? Ich bin wegteleportiert. Okay. Digga, wieso hau ich dich die ganze Zeit? Man kann da nicht rein. Ist das dieser Tom Troll, von dem er geredet hat? Aber wie kommt man dann rein? Hm. André? Yes. Welcher Buchstabe kommt nach, warte mal. A, B, C, D, E, F, G, A, I, J, K, L, M, P, Q, R, S, I, U. Welcher Buchstabe kommt nach U? V. Let's go! Ah, ich seh's. Genau unter uns. Kommt man dann in die Lücke? Oh mein Gott, man kommt hier in die Lücke. Let's go! Ich musste kurz Alphabet überlegen, weil ich das seit der Grundschule nicht mehr aufgesagt habe gefühlt. Naja, ist normal. Okay. Erste Map, totaler ist Müll. Ist okay, ist okay. Gab schon schlimmere, Digga. So auf jeden Fall, boah, die Wiener Maps, alles schlimm. Aber egal, wir gehen in die nächste Map, jedes noch eine andere Welt. Bis gleich. Ein paar technische Schwierigkeiten, darum sind wir jetzt in die nächste Map. André, bist du ready? Yes. Hier ist das ganze Thema so wolkig mit Wind. Aber die Strecken sind voll schön gemacht, mit diesen Dings drauf. Digga. Man rutscht voll. Das ist alles aus Eis, glaube ich. Ich glaube schon. Halt so recustomized Eis. Ich bin nicht drauf gekommen. Fang mich, André! Wo bist du? Oh, nö. Hä? Oh mein Gott, ich dachte, du hättest mich reingehauen. Ich habe zu dir geguckt. Ich habe nicht gerafft, dass ich daneben geflogen bin. Egal. Oha, clean. In 4 brauche ich... Ich brauche 5. Ich brauche 6. Ich mach 3-mal den gleichen Schlag. 8. Ich geh kaputt, Mann. Wieso ist diese Map so? Bin drin. Easy, hä? Ich hab nur 4+4 gebraucht. Ja, der Golfit King halt, ne? Hä, normal. Ich hab Golfit schon gespielt, da war Golfit noch gar nicht auf dem Markt. Ja, ist so. So, hinter uns ist eine Rampe. Abkürzung! Okay, hier ist nichts. Ich wurde gebaitet. Ich wurde einfach gebaitet. Okay. Hä, es gibt so 2 Wege. Bist du oben oder unten lang? Weiß nicht, ich hau jetzt. Oh, ich bin oben. Ui. Also unten lang wäre auf jeden Fall besser vom Winkel, glaube ich. So. Ja, schaut so aus. Und... Hä? Ach so, wir müssen oben auf der Plattform landen. Hi, André. Und dann auf den Gong. Aber ich komme auf die Plattform nicht drauf, weil ich irgendwie von der Kante abrutsche. So. Du 31er. Aber ich hatte das gleiche überlegt. Gong, boom, Borgay. Okay. Oha, wer ist er denn? Digga, wer ist er denn? Könnt ihr mal das Gesicht auf der Bahn? Übel wild. Hä, wie geil. Aber wenn sowas möglich ist, wie trashen dann die anderen Golfmaps? Also designtechnisch. Ich glaube, ich habe eine Abkürzung gefunden. Aber ich weiß nicht, ob das eine Abkürzung ist. Ah nee, das ist der normale Weg. Cringe. Okay, let's go. Ich komme da nicht rein. Ich schon. Freut mich.
Auf dem anderen Weg. Ich hau mich gleich. Mit dem Maus in meinen Kopf. Und ich komm da nicht rein. Digga, wie hast du es geschafft, André? Ich struggles gerade. Ich bin drin. Schon gut. So. Da hinten bist du. Ich nehme jetzt den perfekten Winkel. Ecke und dann bin ich hängen geblieben. Ja, ich dachte auch, ich mache ganz halt den perfekten Winkel. Ich bin drin! Und wie clean! Über Ecke! Ja, du hast mich dabei getroffen. Das echt? Schade von dir. Oha, tut mir leid, ich wollte dich nicht hauen. Egal. Egal, ich habe 5 Schläge mehr gebraucht. Das machst, glaube ich, wieder gut. Ja, ich glaube auch. Okay, man kann nicht abkürzen. Aber man muss hier runter. Hä, wie cool. LOL. Einfach so Wildwasserbahn. Ah, ich bin fast rein. Oh mein Gott, dahinter sind noch Fake-Löcher. Musst du aufpassen. Die baiten dich. Und da müssen wir rein. Aber es gibt 2, ist glaube ich egal, oder? Ich hoffe es. Welches siehst du? Links. Dein links oder mein? Okay, das links. Dann gehe ich hier rein. Okay, ja, beide waren egal. Richtig. Vor allem bei dir stand abgeschlossen und ich gehe trotzdem ins andere. Bin ich dumm? Okay. Digga. Voll nervig, dass man so lange warten muss, immer wegen ist Schlagen, so. Weil das halt Eis ist. Und weil die halt auch diesen Dings-Effekt haben. Wie heißt das? Diese Wippe. Dieses. Ja. So, und rum. Wir müssen irgendwie nach oben. Nach oben? Ah ja, rechts und links sind so Rampen. Man nimmt die Ecke und. Ah, nein! Okay. Hab ich dich gerührt? Boah, ey. Ich versuche es 10-mal und ich klatsche immer irgendwo gegen, als ob da so eine Barrier wäre. Oder warst du das, der da stand? Ja, ich war das. Ah, okay, chillig. Und ich komme einfach nicht hoch. Warte, ich gehe erstmal um die Ecke und klack von hier. Schläge, wir haben, glaube ich, 12 oder 15. Oh mein Gott, ich habe reingedankt, aber ich bin wieder rausgefallen. Ich habe F gedrückt, während ich ausgeholt habe zum Schlagen. Frag mich nicht, warum. Na, naja, passiert mir auch oft. Egal. Okay. Und, da ist schon wieder eine Barrier. Barrier. Ich glaube, du musst bei mir hier hoch, ja. Mach ich jetzt keine. Auch. Pff, wie der Map mich einfach baitet. Easy, ich bin oben. Ey, Kalle, was ist los mit dir? Du hast ich weiß es 50 nicht. 50 Schläge, Digga. Auch... Ich habe letztens mit Odemann Golfit gespielt, so 1v1, ne? Ich habe unnormal aufs Maul bekommen. Aber so hardcore, hardcore. Das ist schon sad. Ich hätte eigentlich Golfit installieren müssen nach dieser Aufnahme. Ist so. Egal, jetzt bin ich wieder runter. Ach man. So, 5 Tunnel. Links, rechts, Mitte und links, Mitte und rechts, Mitte. Links ist immer richtig. Ich meine einfach random. Ich bin, glaube ich, links rein. Ich bin ganz links rein. Ich auch. Oha. Ich wurde ja in das noch reingeprügelt, buchstäblich. Ja. So ein Tennisschläger. Aber wirklich. Oha. Breezy Falls. Hä, hey, cool. LOL. Okay, es ist auf Pinball-Prinzip. Es ist, glaube ich, das Beste, wenn wir irgendwie mittig kommen. Okay. Komm, gönn. Okay, ich sag irgendwie mittig, komm, ich bin ganz rechts. Oh, nee. Warte, ich kann nicht schummeln. Obwohl, mit genug Kraft. Bin mittig. Nämlich KP-Profi. Die Maschine? Ja, ich hab mich in die Mitte geschummelt. Okay. Jetzt die Frage, ist das wirklich Löcher oder ist das nur so eine optische Bait? Es ist nur ein Bait. Oh. Okay, alles wieder im dichten Nebel gehüllt. Besser. Du musst so auf halber mit. Genau. Ich muss gar nicht sagen, du weißt selbst. Yes. Digga, aber die Map ist eigentlich ganz schön, so mit Wasserdampf. Ist cool gemacht, ne? Krieg ich so richtiges Bar-Feelings. Nochmal High Five gegeben, auf dem Weg zum Loch. Ja, vor allen Dingen, mein Ball hat sich null bewegt und deiner ist dann nach links gedriftet.
Ist ja meiner so übermächtig. Ist halt echt so. Okay, es ist so. Oh mein Gott, André, da rechts ist das Loch. Traust du dich direkt? Ich glaube, es geht nicht. Oh mein Gott. Es geht! Der echte? Digga, ich war nie weg. Und drin in 3. Stark. Digga, der war smart. Vor allem, ich hätte nicht, dass er es schafft, weil der Winkel so eklig war. Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass es möglich ist. Weil da hat dieser Berg auch noch. Oha. Ey, ich liebe diesen Blauton. Der ist geil, ne? Ich bin gerade unnormal satisfied. Egal, konzentrieren, wir müssen ins Loch rein, Leute. Hä? Ach nö, jetzt bist du hier. Ich geh schon. Müssen wir jetzt jeden Würfel einzeln machen, oder was? Geht. Das geht. Das habe ich zu hart gemacht und wieder runtergefallen. Okay. Och nö. Was ist los? Ah, dahinter ist so ein Kuhle. Yes. André, fang mich! Danke. Mach ich! Du weißt, wo es hingeht, oder? Ich weiß, wo es hingeht. Ah nein, ich wollte dich baiten! Ich dachte, du wolltest mich runterhauen, dann wollte ich F drücken. Ach Mann! Egal. Oha. Ich glaube, ich bin falsch. Glaubst du? Boah, hab ich mich erschrocken! Ich wurde mit einem Hammer gehauen. Digga, okay. Hä, wo muss man denn hin? Ich geh mal auf die andere Seite. Hä? Okay, ich... Oh mein Gott, was? Ich raff's nicht. Ah, wir mussten, glaube ich, so diese Tau-mäßig lösen, dass wir weg können. Ja, wir mussten die Tau lösen, jetzt kommen wir zum Ballon. So auf Storyline-mäßig. Ich verstehe, ich verstehe. Okay, let's hoch. Ich bin runtergefallen. Nein, bleib stehen. Ach, komm! Okay, ich bin oben. Komm, André, ich hau dich in den Ballon. Oh, Ehre. Warte auf mich! Nö, tschüss. Oha. Einfach so, wir fliegen in die Luft. Ich glaube, ich sehe das nächste Level schon. Was ist das da drauf? Eine Kugel? Wilde Map. Nochmal wild. Die ist halt auch mit Liebe gebaut worden. Ja, Mann. Okay, wir haben 4 Wege. Ich nehme den da. Hä? Oh mein Gott, die führen alle wieder ins gleiche Loch. Also in 2 verschiedene halt, aber prinzipiell ins gleiche. Okay. Aber ich bin drin. Und easy in 3. Easy in 4. Easy, easy. Bin ich gerade. Wir hatten keine Kollision? Bin ich gerade durch. Kollision ist off for the rest of the map. Will der mich jetzt verarschen? Was ist jetzt los? Warte auf mich! Du hast den Einschlag da eben verkackt. Ich bin gegen diese Striemen da geknallt. Von diesem Wasserrad. Okay, ganz entspannt. Oha. Hey, wie clean. Okay. Also ist die Kollision jetzt für alle restlichen Löcher nur für dieses Loch aus? Für alle, glaube ich. Komm, noch ein Stück. Boah, ich bin so eine Maschine. Digga, hä? Wie? Ich habe über Kante das geskippt. Okay, sorry. Bin ich mal oben stehen geblieben und du skippst einfach. Yeah. Das war aber auch clean, ja. Oh, geht so. Oha. Kurz Blumenland. Hey, wie cool. Hä? Wir sind in Drachen. Drache. So, wie heißt der? Shenlong? Hieß der so? Von, es gibt mehrere, ja. Aber von Dragon Ball? Von Dragon Ball Shenlong, ja. Boah. Okay. Wo bist du gelandet? Ah, bei der Rampe. Ich bin bei Slalom. Digga, dieses Slalom-Ding ist anstrengend.
Die Rampe war easy. Ja, weil hier ist halt überall Eis so. Ich hau leicht und flieg trotzdem runter. Oh mein Gott, du hast das Schlimmste bekommen. Ganz, ganz leicht, komm. Okay, jetzt habe ich einen Winkel, jetzt kann ich reinkommen. In 7 und zack. Clean. Okay, was kommt nun? Hä? Einfach Kristalle. Aber wo ist das Loch? Da nicht. Hey, diese Rampe ist dieses Ding, wo man wird eingesperrt. Weißt du, was ich meine? Von dieser... Ja. Wie heißen die Dinger? Ich habe momentan richtige Wortfindungsstörungen. Bleib stehen, keine. bleib stehen! Ach, komm. Boah, okay. Gedribbelt. Hast du echt drüber gehauen, wo es zugegangen ist? Ja. Drehen wir nicht drüber. Ist egal, ich bin drin. Digga, wieso? Wie? Ich bin dumm, oder was? Die bewegenden Sachen sind echt ein Kryptonit. Auf jeden Fall. Ich hab kein Zeitgefühl, wenn es um sowas geht. Sei es in Fortnite bei Deathrun, sei es bei Golfit mit so Löchern. Egal, wenn es was bewegt, ist mein Gehirn tot. So, bin drüben. Let's go. Ah, es ist Kollision wieder an. Ja, da stand doch for rest of the rests. Ja, aber guck mal. Danke. Bitte, jetzt hast du eine bessere Position. Ach, Grinch. Ach komm schon, das fiel genau gegen diesen komischen Faden was gehauen. Bin drin. So. In die Röhre. Hä? Was sind das für Stacheln? Man weiß nicht. Irgendwie hat, ich weiß nicht, er hat das Spiel durchgespielt, glaube ich. Ja, aber auf jeden Fall. Auch mit diesen Mechanics und alles, die unsichtbaren Röhren. Wie lange hing der an der Map? Übel gut. Abgekürzt und runtergefallen. Egal, Hauptsache erstmal rumflexen. Das ist halt echt so. Digga, was ist das für ein... Ganz langsam. Okay. Jetzt sind wir da vorne, die Ecke. Easy. Okay, André, da hinten ist das größte Loch der Welt, wenn ich es richtig einschätze. Kannst du das schaffen? Okay. Jo, okay. Man muss schon doll hauen. Oha. Achtung, hier kommt Kalle. Digga, dieser... Oma, oha, oha. André, hör mal. Ehre, mit Billardkugel um Ecke. Ist so. Hä? Ich bin gerade voll verwirrt gewesen. Ja, irgendwie schon, aber irgendwie... Ich glaube, da konnte man gar nicht verkacken, kann das sein? Ich glaube nicht. Easy peasy, okay. Keep two balls breezy. Thanks for playing. Das war's mit der Map, Leute. Wilde Map, bin ich ehrlich. Das war echt nice. Das heißt, das Ding gibt so schöne Maps und so richtig anstrengend, wenn Zivil und Odemann immer spielen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mein Abo, checkt André ab und bis zum nächsten Mal, euer Kalle. Ciao!